Guten Tag und willkommen zurück zu Fire Emblem Fates Offenbarung hier im wundervollen, gemütlichen, schönen Spiros Inn. Meine kleinen süßen Beifuß und meine große Schranke aus Bendos. Hi, was geht ab? Wir spielen heute das Finale. Also mehr oder weniger das Finale. Wir gehen heute Richtung Finale, weil ich denke mal, die letzten zwei Kapitel werden zusammengepackt. Und wir sind gerade im Kapitel 27 und 28 wird dann vermutlich das letzte finale Kapitel sein. Aber ich denke mal, dass die zusammengepackt werden, weil das war Vermächtnis und Herrschaft. War es genauso? Deshalb denke ich mal, hier wird es genauso sein. Deshalb, das ist das letzte Mal, dass wir hier dieses Gebiet sehen. Außer ich sterbe und wipe recht hart, dann muss ich vielleicht nochmal hier hinkommen. Aber vorerst, erstmal das letzte Mal, dass wir das sehen. Wir hauen jetzt auch einmal für Kaggleton einmal kurz ein Herzsiegel raus, damit er wieder zurück zum Samurai wechseln kann. War das Schwert mal? Das war das Schwert? Nee. Hä? Der kann gar kein Samurai mehr sein. Hä, wieso nicht mehr? Hä, er kann kein Samurai mehr sein. War das Samurai? Doch, das war Samurai. Nee, das war Schwertmeister. Vom Samurai bist du dann zum Schwertmeister. Genau, so war das. La, ich bin dumm. Auf jeden Fall wechseln wir wieder zurück zum Schwertmeister, weil wir holen unseren kleinen Geschwindigkeitsboost wieder zurück, den wir verloren haben. Den wollen wir auf jeden Fall haben. Waffenmeister können wir vielleicht noch machen, aber nee, der lohnt sich nicht so sehr. Und ja, holen wir wieder uns zurück den Schwertmeister. Wir haben ja das bekommen, was wir wollten eigentlich. Die Fähigkeiten vom adligen Noah. Nämlich diesen Drachenfluch, der macht, dass die Gegner nach dem Kampf von allen ihren Werten 4 Manusse bekommen. Manus, Minusse bekommen, wie auch immer. Also 4 Minuspunkte auf jedem Statuswert bekommen. Das ist ziemlich nice, das haben wir bekommen und jetzt brauchen wir die alte andere Klasse nicht mehr, deshalb wechseln wir wieder zurück zum super starken Schwertmeister, der jetzt wieder super schnell ist. Und geben ihm noch einmal kurz. Ah, wo war das denn? 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 Kriegerschwert. Es ist ab A. Moment, ich will nur gucken, ob unser Siegfried, unser Xander auch A hat schon auf Schwert. Weil dann könnte ich ihm sie vielleicht geben. Soll ich vielleicht Kriegerschwert Xander geben? Weil es wäre ziemlich nett, wenn er das haben könnte. Weil er greift halt selten zweimal an. Und das wäre vielleicht ganz nice für ihn. Auch wenn er dadurch vielleicht Verteidigungsresistenz verlieren würde. Das würde klar gehen, weil er hat so sehr viel Verteidigung. Bei manchen Gegnern würde das klar gehen. Ich überlege es aber vielleicht auch Kaggleton zu gehen. Aber Kaggleton ist so stark, der braucht das glaube ich nicht. Deshalb, ich glaube, wir geben das mal Xander. Er kann es zwar noch nicht benutzen, aber er wird es schon benutzen können. Deshalb packt man das Geisterkatana weg. So. Ja, ich denke mal, er wird es schon benutzen können. Er ist jetzt fast bei A. Er ist halt, braucht nur vielleicht 2, 3 Kämpfe und dann ist er schon beim Rang A. Und dann kann er das tolle Schwert benutzen, ja. Ich hab's überlegt, Kaggleton zu geben, weil dann könnte Kaggleton 4-mal draufhauen. Aber wenn Kaggleton 2-mal draufhaut, dann ist meistens der Gegner schon so gut wie tot. Und da brauchen wir nicht unbedingt noch 4 Angriffe, deshalb. Und Xander greift selten 2-mal an. Deshalb ist das, glaube ich, ganz praktisch für den Xander. Ja. So, dann ballern wir noch unsere letzten Unterstützungsgespräche raus. Das ist Kaggleton mit Xander. Hatten wir noch nie gehabt. Okay, dann zeigt mal eure brüderliche Bruderschaft, was ihr so drauf habt. Chaya! Cha! Chaya! Xander, trainierst du etwa immer noch? Du solltest dich etwas ausruhen. Hä? Ah, Kaggleton, danke, dass du dich sorgst, aber ich darf keine Zeit verlieren. Zum Ruhme Noahs muss ich weiter an meiner Schwerttechnik feilen. Guck mal, wie schnell ich schon damit wedeln kann. Als Kronprinz ist es meine Pflicht, für unser Volk so stark wie möglich zu sein. Guck doch mal an, wie ich wedeln kann. Ja, ja, schon gut, ich sehe es. Du hast dich in all den Jahren nicht verändert, Xander. Ach, wirklich? Weißt du noch, ich fühlte mich in der nördlichen Festung immer so einsam. Du warst so lange bei mir, bis ich einschlief und hast nachts dann noch trainiert. Du wusstest davon, aber wie? Ich habe dich vom Fenster aus gesehen und dich noch eine Zeit lang beobachtet. Es ist mir etwas peinlich, aber ich habe oft versucht, deinen Schwerthieb zu imitieren und vielleicht genauso viel Spaß damit zu haben wie du. Aber ich konnte nicht so perfekt wedeln, wie du es konntest. Ich dachte, wenn ich dir alles nachmache, würde ich eines Tages genauso cool sein wie du. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich fürchtete, wenn ich dir das beichten würde, würdest du woanders trainieren. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich wehmütig, die gute alte Zeit. Wir hatten so viel zu tun in letzter Zeit, da kamen wir gar nicht zum Trainieren. Wenn du Zeit hast, könnten wir doch wie früher Schwertübungen machen. Ha, ja, genau. Ich kann ja auch ein bisschen mehr darüber erzählen, über Blümchen und Bienchen. Das sind die besten Ideen des Tages, aber es darf nicht wie früher sein. Denn du bist schon ein bisschen älter geworden und ich bin älter geworden. Es würde seltsam aussehen, wenn wir beide mit unseren Schwertern spielen würden. Heute trainieren wir zusammen, nicht wie in der nördlichen Festung. Ha, großartig, ich hole mein Schwert. Wow.
Okay, okay. Aber bei der nördlichen Festung haben wir doch auch schon zusammen trainiert. Der hat eben noch nicht nur beobachtet, wir haben ja auch schon zusammen trainiert. Aber okay, gut. Takumi mit Camilla. Oh, lol. Lass mich raten, Takumi wird sie nicht mögen. 7 Feldtreffer, 2-mal der innere Ring, ein Weitschuss, gar nicht mal so übel. Ich bin Takumi. Prinz Takumi, fallt ihr im Geheimen an eure Bogenschießkünsten? Prinzessin Camilla, ich hatte nicht vor, mich zu verstecken, falls ihr das meint. Ach, tatsächlich? Weshalb habt ihr euch dann bis in die Tiefen der Wälder zurückgezogen? Weil es hier niemanden gibt, der mich vom Training ablenkt. Ja, ich bin Takumi. Ihr braucht nicht nervös zu werden, oder habe ich etwa einen Nerv getroffen? Warum seid ihr überhaupt hier? Ihr wirkt immer so nervös. Vielleicht sollte ich euch unter meine Fittiche nehmen. Ich komme bestens alleine klar. Vielen Dank. Ich brauche keine Aufpasserin und ich bin nicht nervös. Haha, ich bin Takumi. Habe ich euch etwa geprankt? Habe ich euch etwa geprankt? Ich bin untröstlich, Prinz Takumi. Allerdings seid ihr wirklich süß, wenn ihr aufgebracht seid. Komm in meine voluminöse Brust, mein kleiner Takumi. Wie meint ihr? Aber ich wollte sowieso gerade gehen. Ich bin Takumi. Bis bald, süßer Prinz. Okay, gut. Dann haben wir noch Kase und Xander. Da hatten wir sogar echt schon ein Gespräch gehabt. Kann ich mich gar nicht erinnern. Die können sogar ein A-Plus-Gespräch haben. Die können beste Freunde werden. Nice. Das heißt, man könnte theoretisch Xander zum Ninja wechseln. Nice. Das wäre lustig. Kase, warst du gewillt, gegen mich zu kämpfen? Ihr wollt einen Kampf? Ja, lass uns die Klingen kreuzen und sehen, wie du dich in einem Duell schlägst. Wie lautet deine Antwort? Nun denn, es ist mir ein Vergnügen, eurem Wunsch nachzukommen. Ich warne dich jedoch, dass ich mich nicht in Zurückhaltung übe. Gib also dein Bestes. Ich habe verstanden. Prinz Xander, stimmt etwas nicht? Verzeih mir, ich schlug dir einen Kampf vor und verlor gleich darauf die Konzentration. Xander, das ist nicht schlimm. Jeder verliert bei Kase etwas schneller die Konzentration. Ich meine, Kase ist schon ein süßer Boy. Ja, der verliert man schon öfters mal die Konzentration, wenn man dann sieht, wie er seine Hüfte bewegt und seine muskulösen Arme hochhebt und einen Shuriken wirft und dabei einen Rückwärtssalto macht. Ja, ich kann es schon verstehen. Vor allem sein süßer Knackarsch in seinem engen Lederanzug. Kann ich schon verstehen. Sorgt euch nicht, Milord. Darf ich fragen, was euch ablenkt? Dein Hintern, dein süßer Hintern. Seit unserem letzten Kampf hat sich etwas in ihnen verändert. In ihnen verändert. Stimmt das? Nun, vielleicht liegt es an meinen neuen Grundsätzen. Oh. Ja, zuvor kämpfte ich nur für mein Land. Das war meine Pflicht. Doch das hat sich geändert, seit ich Milord Kegelton begegnet bin. Nun kämpfe ich für meine Gefährten, egal aus welchem Land sie stammen mögen. Und dadurch hat sich meine Arschmuskulatur ein wenig verbessert. Es fällt mir leichter, mein Leben für Freunde zu geben, als für die Pflicht. Ich verstehe, deine Entschlossenheit wird dir helfen, große Dinge zu erreichen. Prinz Xander. Es ist mir eine Ehre, gegen jemanden wie dich antreten zu dürfen. Und nun lass uns erneut mit deinem Knackarsch versuchen. Wie ihr meint, macht euch bereit. Haja! Okay. Interessanten Fetisch hat der Xander da. Ich kann verstehen, wieso Xander gegen Charlotte sich entschieden hat und gesagt, hey, ich möchte doch lieber keine Beziehung haben. Ich kann es nachvollziehen. Gut, dann gehen wir los. Los geht's. Kapitel 27. Ruinen von Schloss Valla. Das Kapitel nennt sich Höre meinen Ruf. Höre meinen Ruf. Da, da, da. Nein, okay, der Text ging nicht so. Höre meinen Ruf. Ja. Oh, ich habe noch einen Schluck Wasser hier rumstehen. Geil. Ja. Soll ich euch mal etwas erzählen? Und zwar etwas ganz Gruseliges. Mehr oder weniger gruselig, aber das ist eine große Maske. Nein. Was ich sagen wollte ist, also sie bewegt sich auch noch. Ist das Anankos? Ist das Anankos? Das ist also Anankos! Und zwar, was ich erzählen wollte, und zwar, irgendwie die letzten 3 oder 4 Parts, was mir aufgefallen ist, jedes Mal, beim letzten Mal bin ich sogar ziemlich ausgeflippt, weil ich das super gruselig fand, und zwar, dass jedes Mal, also nicht jedes Mal, also die letzten 3, 4 Male, ich weiß nicht mehr genau wie viel, 3, 4 Mal ungefähr, auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich die Aufnahme beendet habe, ich habe mich verabschiedet, ich habe die ganze Zeit über nicht auf die Uhr oder sowas geachtet, nur auf den Timer, von wegen wie lange ich gerade aufnehme, mehr nicht, ja.
Und jedes Mal, wenn ich die Aufnahme beendet habe, habe ich auf die Uhr geguckt und es war immer 14.26 Uhr. Immer auf die Minute, genau. Und ich fand das irgendwann, beim ersten Mal habe ich nicht drüber gedacht. Ich dachte mir, oh scheiße, 14.26, ich muss mich beeilen, sonst kommt der später als 17 Uhr. Am nächsten Tag gucke ich wieder auf die Uhr und denke mir, oh Lord, schon wieder 14.26. Und am nächsten Tag bin ich komplett ausgerastet. Weil das ist mega der Zufall, voll der gruselige Zufall eigentlich, oder? Wahrscheinlich ist es ein Zeichen. Es soll uns sagen, dass wir Part 14 und Part 26 nochmal anschauen müssen, weil da ist bestimmt etwas Wichtiges passiert, was uns zum Finale verhelfen könnte. Ja, oder so. Gut, aber machen wir jetzt mit dem Spiel weiter. Ich habe auf dich gewartet, Kegelton. Descends now! Ihr habt lange genug mit uns gespielt. Warum? Warum ist das denn falsch, Menschen zu manipulieren? Ihr seid schwach. Die Menschheit hat vergessen, wo ihr Platz ist, wer ihre Wohltäter sind. Ihr existiert nur zur reinen Unterhaltung für uns Drachen, die wir über euch stehen. Antworte mir also, Kegelton. Warum bin ich aber nun der, der leidet? Warum bin ich der, der alleine sterben soll? Wieso haben Wesen wie ihr Erfolg und ich bin begraben, missachtet, vergessen? Sag mir, warum? Weil du irgendeine komische Steinstatue bist. Und Steine gehören nun mal in den Dreck. Und ich bin nun mal kein Typ, der irgendwie losgeht und irgendwo sich im Gebüsch oder am Wasserrand irgendwelche Steine sammelt und sagt, oh, der Stein ist wunderhübsch, den möchte ich gerne mit nach Hause nehmen und auf meine Fensterbank legen als Deko. So einer bin ich nicht, aber es gibt da draußen solche Leute an Ankos und die würden dich bestimmt finden und sagen, oh, das ist doch mal ein hübscher Stein, den nehme ich mit und lege auf meine Fensterbank. Du musst nur warten. Auch dich wird irgendwann der Erfolg erreichen. Ja. Antworte mir. Antwortet mir, ihr lächerlichen kleinen Würmer. Ja! Wie gefällt euch das als Antwort? Schlagfertig, Kegeln! Schlagfertig! Das kann nicht sein, das Yato hat nicht mal einen Kratzer hinterlassen. Du wagst es, mich anzugreifen und schlägst mit scharfen Stäben nach mir? Kegelton, ich werde dein armseliges Leben beenden. Dann werde ich mir deinen Körper aneignen. Du entstammst meiner Blutlinie, ich werde deinen Körper für meinen Geist nutzen. Als ob wir das je zulassen würden. Freunde, beschützt Kegelton! Wir werden dieses Monster aufhalten. Lasst uns Anankos nicht in seine Nähe bringen. Volllaute Narren. Als könntet ihr einfach Kreaturen jemals einen Drachen aufhalten. Oh lol. Azura jetzt auch noch? Oh, Azura auch noch. Das war jetzt gemein. Nein! Wenn das so weitergeht, dann sind wir alle bald tot! Ich brauche mehr Stärke, ich brauche mehr Kraft! Ich brauche die Kraft, um alle zu beschützen! Wieso hast du Krillin getötet? Krillin hat dir nichts getan! Die Kraft, um diesen Kampf zu beenden. Okay. Jetzt kriegen wir das. Jetzt kriegen wir das Yato, oder? Das Omega Yato. Eine heilige Waffe. Zweite heilige Waffe. Die dritte heilige Waffe. Und die vierte heilige Waffe. Was? Was ist das für ein Licht? Könnte es sein, dass unsere fünf heiligen Waffen aufeinander reagieren? Ah, natürlich, ich erinnere mich. Der Regenbogenweise sprach davon. Genau, wir laufen schon seit 100 Parts hier durch die Gegend. Ah, mein Kopf. Ja, jeder weiß, dass er eine verfickte heilige Waffe hat. Jeder weiß es einfach. Und der Beberas hat das euch gesagt, dass ihr fucking vier heilige Waffen braucht, um das Yato zu erwecken, ja. Und jetzt kommt ihr erst drauf. Jetzt! Was ist denn los mit euch? Er sagte, wir würden die fünf heiligen Waffen benötigen, um das Flammensiegel zu erzeugen. Brüder, hebt eure Waffen! Das ist die Alpha Yato. Und jetzt hört das zu.
Omega Yato! Boom! Das Yato, es verändert sich! Die Kraft unserer Waffen scheint in das Yato zu fließen. Haha, ich bin Leo. Freunde, macht euch bereit! Greift mit voller Kraft an! Wir müssen Kegelton unterstützen! Wir stehen dir bei, Kegelton! Lasst uns Anankos besiegen! Das ist also die wahre Form des Yato. Das ist das legendäre Fire Emblem. Damit können wir es schaffen. Freunde, folgt mir. Wir werden diesen Krieg beenden. Omega Yato. Nice. Das ist eine Waffe, die definitiv in meine Hände gehört. Oh, ich sehe gerade, wir haben ein 1A Recycling. Super. Nice. Seht ihr dieses 1A Recycling? Er ist einfach dieselbe Map wie beim letzten Mal. Ich habe den Spaß des Todes. Was sind das eigentlich hier für grüne Flecken? Wieso? Oder sind die immer noch eingefroren und werden noch auftauen? Weil ich kann hier wieder was... legt Gebiet trocken, erzeugt Heilzone. Ah, okay. Diesmal kann ich das ganze Ding trockenlegen. Nicht nur vereisen, sondern komplett trockenlegen und da mich heilen. Interessant. Okay, was ist das hier alles? Legt Gebiet trocken, erzeugt... Hier auch? Okay. Hier auch. Okay, also theoretisch kann ich hier durchrennen und einfach alles voller Heilzonen machen. Interessant. Soll da drunter eine Pfütze sein oder was ist da? Wahrscheinlich ist da eine Pfütze drunter und da spawnen dann Gegner raus, oder? Und das hier ist einfach noch komplett irgendwie zu. Okay. Habe ich meine alle 16 Leute? Ja, habe ich. Wäre auch dumm, wenn ich im Finale nicht die maximale Anzahl an Leuten haben könnte. So, was haben wir denn hier? Wir haben so einige tolle Gegner, sehe ich gerade. Und ich, wenn meine Augen das richtig erblicken, haben wir nicht unbedingt allzu viele Bogenschützen. Obwohl, hier haben wir einen Bogenschützen. Da haben wir einen Bogenschützen. Hier haben wir zwei Bogenschützen. Hier haben wir zwei Bogenschützen. Okay, und die anderen haben... Die Wyvern-Ritter haben keine Bögen, ne? Das sind Raubritter, nicht Wyvern-Ritter. Das sind genau wie Camilla, Leute wie Camilla, ja. Wyvern Lord. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Gut. Ist okay. Hier sind zwei Bogenschützen und links und rechts. Das kann man sich merken, denke ich mal, die Bogenschützen. Und hier ist verdammt viel los. Seht ihr das? Da ist hier verdammt viel los. Ich sollte, glaube ich, direkt in der ersten Runde gleich abhauen. Weil, wenn ich jetzt stehen bleibe, ich kriege halt von denen allen auf die Fresse. Das ist verdammt viel, ne? Soll ich versuchen, direkt in der ersten Runde abzuhauen? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so doof, oder? Das wäre vermutlich gar nicht mal so doof. Kann ich hier über... Ich kann wahrscheinlich auch hier gar nicht drüber laufen, über diesen Schutt. Ich müsste wahrscheinlich dann außen rum über den Schutt und dann hier ran. Das ist ja dumm. Der ist ja dumm. Aber ja, ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, komplett erstmal fliehen. Ich werde erstmal fliehen, denke ich mal. Deshalb stellen wir ganz hinten Leute auf, die reiten können oder sowas. Ja, die reiten, fliegen können, wie auch immer. Die stellen wir ganz hinten auf, weil dann können die auf jeden Fall am weitesten abhauen. So, ich weiß nicht, ob diese Taktik wirklich sinnvoll ist, die ich mir da gerade hier ausdenke. Aber, anders kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie ich das jetzt machen soll, weil, wie gesagt, es ist gerade zu gefährlich, da jetzt oben anzugreifen direkt. Ja, es ist einfach viel zu gefährlich. So, die Heiler bitte nach unten alle. So, wie gesagt, es ist viel zu gefährlich. Wenn ich jetzt hier einfach direkt hier bleibe und direkt hier angreife, es ist einfach zu viel. Guckt euch das an. Wenn ich hier jetzt reinrenne und einen von den beiden angreife, dann kriege ich von dem auf die Fresse. Vermutlich auch noch von den beiden auf die Fresse. Von denen erst recht. Und, oh Junge. Deshalb, wir hauen ab. Wir hauen ab, Leute. Wir gehen zurück. Das ist eine Heilzone, oder? Das ist ein Heilfeld. Ja, wir gehen zurück alle zum Heilfeld. So. 3, 2, 1... Finale einleiten! Los geht's! Der ganze Aufruhr vorhin hat neue Quellen auf dem Schlachtfeld geöffnet. Wir sollten sie bald wie möglich versiegeln. Womöglich sind sie in anderer Natur als die, die wir zuvor sahen. Ich weiß nicht, was sie bewirken, aber wir sollten eine testen und es herausfinden. Ich weiß schon, was sie bewirken. Das steht ganz groß geschrieben, lieber Asura. Das stand da ganz groß geschrieben. So, Rückzug, meine Freunde! Wir machen mal so, okay. Wir bauen hier auf jeden Fall erstmal eine Front auf. So, ihr geht ganz zurück. So, ihr geht ganz zurück, ihr zwei Süßen. So, und dann bauen wir gleich hier eine Front auf. Leute, die mit guter Verteidigung unterwegs sind, bleiben vorne stehen. Und werden gleich die Gegner hier blockieren. Und der Rest, ja, versteckt sich hinten. So, ja, Kaldori, du gehst erstmal auch weg. Du am besten auch weg.
Leo, du am besten auch weg. So, und dann lassen wir hier stehen. Wo sind die Magier eigentlich? Die Magier kommen an uns nicht dran, denke ich mal, ne? Aber der könnte zaubern. Okay. Warte. Wir stellen hin. Wir bauen hier die Mauer auf, wo Kegeln steht, denke ich mal einfach, ne? So, kriegst auch hinten Support. Dann stellen wir auf jeden Fall Shiro nach vorne. So. Und Xander stellen wir nach vorne. Ryoma stellen wir nach vorne. So, Takumi stellst dich dahinter hin. Valuria könnte ich theoretisch auch vorne stehen lassen. Aber nee, wir konzentrieren uns, denke ich mal, auf Ryoma und Ryoma, Shiro und Kegelton. So, Keaton, du musst auch noch weg. So. Wow, danke für die Bohnen, mein Freund. So, du stellst dich hier hin. Und du hier hin. So, jetzt haben wir eine kleine Verteidigung hier aufgebaut. Und ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das denke. Und dann würde ich sagen, los geht's. Schauen wir mal an, was die Gegner jetzt hier machen werden. Okay. Ah, ich hätte ihm vielleicht sogar das Wakizashi ausrüsten sollen. Ist auch zu spät jetzt. Ich habe nicht darauf geachtet, welche Waffen ich ausgerüstet habe. Ich hätte wenigstens das gute Yato geben sollen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, ist auch zu spät jetzt. Perfekt. Du bist weg. Ich hätte vielleicht ihm eine vernünftige Waffe geben sollen. Er hat jetzt einen Doppelkatana. Das bringt mir jetzt nicht unbedingt viel, aber hey. Macht dennoch noch genug Schaden, weil wir haben unseren epischen, starken Schwertmeister wieder zurück. Descends now! Perfekt. Es läuft gut. Mein Plan geht auf. Ich locke sie alle in eine schöne Falle. Ich hätte vielleicht sogar die Rächer-Katana Kegelton geben sollen, wie zum Beispiel jetzt dem wundervollen Shiro. Da war ich intelligent genug, ihm einen Rächer-Naginata zu geben. Also, Rächer Naginata macht, dass wenn wir angegriffen werden, machen wir doppelten Schaden, glaube ich. Ich glaube, das war doppelt. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall machen wir viel mehr Schaden, wenn wir angegriffen werden. Ja, das ist halt eine sehr gute defensive Waffe. Eine sehr gute Waffe, die im Defensiven sehr offensiv ist. Oder so. Ja. Ja. Ich denke mal, ich habe mich ganz gut entschieden, was ich hier mache, oder? Ich denke mal, das ist ganz gut, weil alles andere wäre, glaube ich, zu sehr eskaliert. Alles andere würde, glaube ich, zu viele schwächere Gegner zu sehr in den Vordergrund bringen und dafür zu viele Leute ja Schaden bekommen. Ich mache gerade einfach mal eiskalt die Römer-Taktik. Ja, das ist einfach eiskalt die Römer-Taktik. Und zwar, wie war das, wenn die so einen Kreis machen, wo die dann so drumherum stehen und dann die haben ja so einen Kreis aufgebaut mit Schildern und so weiter, dass keiner in die Mitte rein kann. Und zwischen den Schildern pieken die dann immer mit ihren komischen Dingens raus. Nicht Schildern, sondern mit ihren Speeren und so weiter. Oben haben sie auch Schilder drüber und so weiter, dass sie nicht von Pfeilen getroffen werden. Und genau das mache ich gerade auch. Nur braucht unser Shiro gerade eine kleine Heilung. Ich müsste an den Shiro irgendwie ran. Dafür müsste ich theoretisch einmal hier hin. Okay, Kaldori, geh mal beiseite eben. Sammeln von mir aus, so. Und dann Felicia, du gehst dann hier ran. Azura, du gehst ein schönes Liedchen singen. Und dann versuchen wir gleich, Shiro zu heilen. hoffentlich mit genug HP, dass er die nächste Runde überstehen wird. So, Herbstfest. Können wir ihn voll heilen. Ja, wir können ihn voll heilen, oder? Nee, können wir gar nicht. Ich brauche das Blütenfest. Damit können wir auf jeden Fall mehr heilen. Dann könnte ich ihm vielleicht gleich noch das Heilmittel geben. I won't lose. Mit dem Heilmittel könnte ich ihn vielleicht jetzt auch so ein bisschen heilen. Er hat ja noch eins dabei. Dann muss er halt nächste Runde wieder, ja, kämpfen, ganz normal. Ich überlege gerade, mit Kegelton reinzurennen und die Bogenschützen zu töten. Ich gehe auf das Rächer-Katana, denke ich mal. Damit ich, wenn ich in der nächsten Runde angegriffen werde, schön zurückhauen kann. Ja, aber ich denke mal, ich sollte auf die... Moment, triggere ich dadurch die hier? Theoretisch würde ich dadurch die triggern und dann würden die ankommen. Wir versuchen es einfach mal, komm. Schön mit dem Rächer-Katana töten wir die Bogenschützen. Ja, würde ich sagen. Zack. Und noch schöne Astra drauf. Nice. Rächer Katana sieht ja auch super nice aus, weil er dann zwei Schwerter hat. Sorry. Muss ich dafür nicht entschuldigen. Ist alles gut.
So, dann holen wir uns noch einen Bogenschützen. Na, ist jetzt ein bisschen doof, dass ich jetzt nicht den anderen... Doch, ich erwische den anderen Bogenschützen. Ich kann ja so noch angreifen. So würde ich ihn theoretisch auch treffen. Das wäre 36... Ach, ja, das würde ihn auf jeden Fall töten. Das würde auf jeden Fall ihn töten. Dann haben wir noch einen Bogenschützen weg. Das sind halt die wichtigsten, die ich weghaben muss. Weil... Oh lol, die treffen beide. Was für eklige, die treffen beide. Jetzt ist natürlich ein bisschen unser Kase in Gefahr. Jetzt kann natürlich einer der anderen Bogenschützen, die jetzt gleich ankommen... Nee, können sie nicht. Das ist der letzte Bogenschütze. Den werde ich wahrscheinlich jetzt töten. Den werde ich vermutlich jetzt töten. Ja, den töte ich jetzt. Und dann haben wir... Moment, ich könnte auch... Genau, ich könnte auch gleich noch mit Takumi angreifen. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Mit Xander könnte ich gleich auch noch angreifen. Ja, das ist... Ey, ich brisch gerade vor, ne? Mit meiner Wall of Dead hier gerade. Das ist super nice, was ich hier mache. Eigenlob stinkt! So, mit dem Rächernaginata auf jeden Fall denke ich mal, gehen wir drauf. Ja, wir gehen mit der Rächernaginata drauf. Moment, lohnt sich das überhaupt hier anzugreifen? Weil wenn ich damit hier gehe und den hier angreife, der stirbt auf jeden Fall. Dann wird wahrscheinlich der nächste Runde... Ich könnte auch schon langsam hier rausrennen, ne? Und Xander auch mal in die Offensive stecken. Könnte ich theoretisch auch. Ich überlege gerade, soll ich ihn in die Offensive schieben? Komm, machen wir. Wir machen das so. Wir schicken Shiro hier rüber, dann holen wir uns den, weil so haben wir dann auf jeden Fall viel mehr Gegner weg. Descends now! Nice, sogar keinen Schaden zurückbekommen. Ich wollte ihn zwar heilen, aber okay. Haben wir jetzt nicht geheilt. Ich hoffe, er überlebt die nächste Runde mit seinem nicht voll geheiltem Leben. Ich hoffe, das überlebst du, Bruder. Ich hoffe, das überlebst du. So, dann können wir theoretisch jetzt auch hier mit Xander ran, den dahinter angreifen und ihn sogar töten. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das war, glaube ich, eine sehr gute Taktik, die ich da gemacht habe. Ich kann mich nicht oft genug loben, oder? Ich habe sehr viel Scheiße gemacht in Fire Emblem, in diesem Spiel. Ja, in diesem Let's Play habe ich sehr viel Scheiße gebaut. Aber ich glaube, das ist eines meiner besten Züge, die ich hier gemacht habe. So, wen holen wir uns denn? Takumi kann gleich auch noch jemand angreifen. Du könntest auch den da wegholen. Das wäre ein One-Hit. Er würde dann keinen Schaden zurückmachen. Das machen wir auch. Aber nicht mit dem Verfolger. Aber der Verfolger würde ihn nur One-Hitten. Der Rest würde ihn nicht One-Hitten. Wie viel Resistenz hat unser Takumi? 9. Ich müsste eigentlich lieber auf Dingens gehen, ne? Eigentlich auf das Illusions-Yumi, weil nächste Runde wahrscheinlich die beiden Magier hier angreifen werden und einer der Magier wird auf jeden Fall Takumi angreifen. Und die haben recht viel Magie. Oder ich lasse Takumi hinten und schicke Leo nach vorne. Was würde Leo anrichten? Er könnte ihn töten, würde aber selbst sehr viel Schaden zurückbekommen. Bin mir gerade nicht sicher, wie ich das machen soll. Versteht ihr mein Problem? Wenn ich jetzt mit Ryoma hier vorgehe und jetzt einen der beiden hier töte, dann kann ich ja theoretisch mit Takumi ran und auch einen der beiden töten. Dann haben wir beide weg. Dann kommen aber nächste Runde die ekligen zwei Magier und greifen Takumi an. Ja, komm, machen wir. Dann gehe ich halt auf das Illusions-Yumi. Ja, gehen wir halt auf das Illusions-Yumi. So, wir holen uns den da erstmal weg. Ja, gehen wir halt erst auf das Illusions-Yumi. Und dann wird das schon klappen. Uns kann halt nur ein Magier höchstens angreifen. Und das sollten wir, denke ich mal, überleben. Ja, einen Angriff vom Magier sollten wir überleben. Dann haben wir, glaube ich, mit dem Illusions-Yumi 19, glaube ich. Ja, ich glaube, das gibt 10. Dann haben wir 19. 19 Resistenz. Das sollte, denke ich mal, klar gehen. Können wir ihn damit überhaupt töten? Oder lohnt sich das überhaupt hier anzugreifen? Ich glaube, das lohnt sich gar nicht mal anzugreifen. Das wären 28 plus 17, das wären 45. Er würde nicht mal sterben. Wie sieht es mit Leo aus? Leo könnte vielleicht da was anrichten. Das wären 38 plus 19, das wären 58. Das wären genau 58. Nice, okay. Das wären genau 58, oder? Rechne ich gerade richtig? Nee, gar nicht. Das wären 57. Oh nein! Das wären 57, oder? Oh, er crittet, okay. Nice, er crittet. Perfekt.
Perfekt. Puh, da habe ich mich gerade kurz verrechnet um eine Zahl. Gut, aber haben wir trotzdem hingekriegt. Ah, schade, das ist das Dumme, was ich immer mache. Dass ich immer Charaktere, die ich einfach nur weghaben will, direkt wegstelle, anstelle sie erst nächste Runde wegzustellen. Jetzt könnte ich halt mit Kaldori gut ranfliegen und Kase heilen. Das kann ich jetzt aber nicht mehr. Jetzt wird wahrscheinlich Kase von irgendeinem der Magier auf die Fresse bekommen. Zum Glück hat er eine hohe Resistenz. Die können keinen Fernkampf. Na, die beiden. Okay, das heißt, nur die Magier könnten ihn angreifen und der hat eine recht hohe Resistenz und eine recht hohe Geschwindigkeit. Der sollte das, denke ich mal, überleben. Oder? Ich denke mal schon. So, dann stellen wir Camilla noch hier hin. Von mir aus mit der Kriegeraxt oder so. Ausrüsten. Ja, warten. So. Gut. Und dann müsste ich mich gleich schon mit irgendjemandem hier durchkämpfen zu den Wasserdingern und da schon langsam wegräumen. Ich denke mal, Keaton und so weiter. Ihr könnt ja schon mal los. Moment, ich kann hier gar nicht durch, ne? Ich kann hier gar nicht durch. Au. Ich muss hier oben lang. Okay, das heißt, mir bringt es gar nicht, nach unten zu gehen. Okay, dann muss ich gleich mit irgendjemand anderen hier rumgehen. Okay, dann bin ich jetzt natürlich unnötig nach unten gelaufen mit Keaton. Egal. So, oh lol, wir sind schon bei 30 Minuten. Fuck. Okay, wir gucken uns noch einmal die nächste Runde an. Und machen dann Schluss für heute. Okay? So, genau. Die würden natürlich angreifen, das stimmt. Ich bin jetzt in Reichweite. Ich hoffe, dass sie nicht treffen. Perfekt. Ich mit meinem wundervollen Rächer-Katana tötet ihn auf jeden Fall. Nice! Mit einem Hit. It's over! Läuft sehr, sehr gut, Leute. Läuft sehr gut. Der Anfang ist auf jeden Fall mir sehr gut gelungen. Greift ruhig alle Kergeln an. Kein Problem. Macht das ruhig. Oh, er trifft wirklich. Scheiße. Das war nicht geplant. Die Magier könnten halt sehr viel bei Kergeln Schaden anrichten, wenn sie treffen würden. Aber ich hoffe, sie treffen nicht. 39%. Theoretisch könnte jetzt schon Kergeln sterben. Er stirbt! Ja! Scheiß Spiel! 39%! Du ekliger Bastard! Ja gut, aber... Gut, wir wollten jetzt sowieso hier Schluss machen. Dann muss ich beim nächsten Mal nachspielen, bis hierhin wieder... Ey, der Start war so gut, ja, der Start war so gut. Und dann sowas. Wisst ihr, was ich machen hätte sollen? Ich hätte nicht die Leute zurückschicken sollen. Ich habe so viele Leute wie Caden, Keaton, Valuria. Ich habe sie alle weggeschickt. Ich hätte sie nicht wegschicken sollen. Ich bin so ein Trottel. Ich hätte sie kombinieren sollen mit den anderen Charakteren, um somit vielleicht Kegelton einen Resistenz- und Geschwindigkeitsboost zu geben. Ja, dass er dann noch besser ausweichen könnte. Mit Selkie oder sowas. Das würde gehen. Und ich bin so dumm. Wieso habe ich das nicht gemacht? Oh lol. Ich sehe schon eure Kommentare, wie ihr mich kaputt hatet. Ja, in meiner selbst gelobten Kampfaufstellung, ja, wo ich mich hier zu Tode gelobt habe, wie gut sie doch ist, ja, gab es einen großen Fehler, den ich nicht bedacht habe. Und zwar, die Leute, die hinstehen, die hätte ich benutzen können, die hätte ich benutzen sollen. Oh Mann, das war so ein guter Start. Aber gut, ja, wissen wir auf jeden Fall Bescheid beim nächsten Mal. Oder besser gesagt, ich. Ihr wusstet bestimmt schon Bescheid und lacht mich gerade aus. Ey, es tut mir leid. Ja, aber nächstes Mal geben wir auf jeden Fall wieder Gas. Und vielleicht nächstes Mal töten wir sogar schon Anankos. Ja, weil ich habe jetzt gerade ziemlich viele Gegner getötet in sehr kurzer Zeit. Das heißt, theoretisch haben wir in der nächsten Episode gar nicht mehr so viele Gegner mehr vor uns, ne? Ich habe gerade ungefähr die Hälfte schon down gehabt. Ja, und wir hatten nicht die vollen 30 Minuten für diesen Kampf. Ja, deshalb lief es, denke ich mal, ganz gut. Ich werde das auf nächstes Mal genauso machen, nur halt, dass ich die Leute kombinieren werde. Und dann sollte das auf jeden Fall hier easy, locker von der Hüfte gehen. Und dann können wir vielleicht schon nächstes Mal Anankos angreifen. Werden wir sehen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde sogar heute noch gegen Anankos kämpfen. Wir haben heute Samstag, ne? Doch, wir haben heute Samstag. Ich werde heute vermutlich heute noch sogar diesen Part aufnehmen, weil ich bin morgen, also Sonntag, bin ich morgen weg. Und weiß nicht, ob ich dann schaffe, vorher noch aufzunehmen. Deshalb werde ich vermutlich heute noch aufnehmen. Und dann weiß ich heute noch, ob ich es schaffe oder nicht. Ihr müsst auf morgen warten. Ha! Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr es zeigen könnt. Und wir sehen uns dann morgen, meine kleinen süßen Beifuss und meine großen starken Haspendos. Seid mir bitte nicht zu sauer, dass ich so dumm bin. Und ja, wir sehen uns dann oder hören uns dann morgen. Bis morgen. Tschüss.